So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Tot. So, wie habe ich das jetzt aufgemacht? Bei Sky Factory 4. Wir befinden uns jetzt gerade hier bei. Ich suche gerade wieder die Marker Waypoints. So. Das tun wir removen. So, dankeschön. Wir uns in der Base. Das hat sich nicht viel getan in letzter Zeit. Ich versuche aktuell mit einem neuen auf. Oh, kommst du jetzt her, mein Freund? Schläfer ist auch noch dazu. Ja, das ist ja noch besser. Ein kompletter Schläfer ist auch noch. Nee, ich versuche aktuell mit einem neuen Aufnahmeprogramm die ganzen Aufnahmen hier zu machen. Um in Zukunft ein bisschen flexibler zu sein und auch vielleicht wieder mal Streams zu machen in Zukunft, beziehungsweise in den nächsten Wochen. Werden wir mal schauen. Könnte sein, wenn es gut läuft, dass ich nächste Woche schon einen Stream veranstalten werde. Oder in einem Projekt drin bin und das streamen werde. Beziehungsweise aufnehmen und dann halt dementsprechend bearbeiten. Aber schauen wir nochmal, ob ich das machen werde oder noch nicht. So, was wollte ich jetzt machen? Wir haben hier ja unsere kleine Uranfabrik, die für uns jetzt hier Fuel produziert. Wir haben schon wieder drei neue Fuels hier drinnen liegen. Ich werde jetzt mal schnell das Zeug, was wir aktuell nicht brauchen, verräumen. Und würde mal sagen, wir schauen mal an, was wir craften können. So, weil ich hätte gern ein Schwert. Sword. Ich bin so doof, gerade Sword zu schreiben. Das ist ein Decker. So schreibt man es. Habe ich es doch. Aber es gibt ja diese coolen Schwerter hier. Giant Sword. Attack Speed ist zwar minimal, aber holy shit, hat das Angriffsgeschwindigkeiten. Das ist ein Fiery Sword mit Fiery Ingots. Iron Wood Sword aus Iron Wood. Termium. Glitched Infused Ingots. So Fragment Lapis, bla bla bla. Crystal Sword, Infused Crystal Sword. 14 Damage, 3 Attack Speed. Mit Crystal, dann kriege ich ein Crystal Sword, okay. Holy shit, okay. Ja, Ender Eller, ja, haben wir auch noch nichts von. Weil wir haben die Ender Eis noch nicht. Und vielleicht wäre es auch gar nicht blöd. Ich habe doch mal. Deep Mob Zeug da gemacht, oder wie das heißt. Deep Learner. Von Deep Mob Learning. So, hör mal. Deep. Mob. So. Twilight Forest Data Model. So, die Sachen fallen unter Deep Mob Learning. Ding. Okay, kriegst du lustig, also nichts raus, wenn du alles komplett eingibst. Lustig. Da gibt es auch die Empty Data Models wahrscheinlich, die ich befüllen müsste in dem Fall, ne? So, Deep Learner. Ach ja, da sind sogar Sachen drin. Da ist ein Zombie Data Model, Creepers Data Model und ein Skeleton Data Model drin. Und das kann ich jetzt mit R, glaube ich, ne? Ich vergesse nicht, welche Hand das ist. So. Dann kann ich rein theoretisch mit dem Schwert kämpfen und die
Monster töten. Einfach mal eh rein, schon wieder einiges drin. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Und können unsere Data Models ein bisschen auffüllen. Schau mal, da sind auf jeden Fall ein paar Creepies drin. Ja, das sind einige. So, die Creeper müssen jetzt langsam alle mal sterben. So. To go bei Creepern. Basic Model ist fertig. Also ein Basic Model haben wir jetzt schon mal von den Creepern. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Das ist ein Skeleton. Davon brauche ich auch noch zwei. Hat der mir gerade eiskalt mein Ding gestört? Skelett. Ach ja, da sind noch ein paar Zombies. Das ist natürlich noch besser. So, ich brauche diesen Zombie eigentlich noch. So. Das Monster ist halt ein bisschen übertrieben. Aber so kriegen wir natürlich unsere Data Models ein bisschen zusammen. Aber natürlich ist das jetzt, sagen wir mal, auf die Weise zwar möglich, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt die preferred Variante in dem Fall. So, wir haben jetzt unsere. Erstmal voll essen. Dankeschön. So, jetzt muss ich nur da stehen und warten, bis das alles Damage genug kriegt und dann. Ich habe schon gefragt, wo steht denn der Enderman die ganze Zeit? Jetzt wissen wir, er stand vor der Haustür. Also die Dinger sind natürlich extrem nervig. Nennen wir es beim Wort. Weil die haben auch übelste Rüstung natürlich an und alles drum und dran. Aber ich glaube, wir können uns auch eine eigene Android-Rüstung machen, habe ich mal gesehen. Das wäre natürlich noch geiler mit den Androids. So. Jetzt nehmen wir uns natürlich die Enderpearl hier rein. Schauen wir, wie viele Enderpearls habe ich denn überhaupt? Eine. Wow. Wie viel brauche ich denn für so ein Ender-Tree? Ich glaube, es gab ein Ender-Tree oder Android, Ender-Seeds. Enderman-Seeds. Das hat sich nicht normal angehört gerade. Enderman-Seeds. Ich habe kein Endstone, glaube ich, ne? Derium, ich muss mal gucken, was wir alles hier so haben. Guck mal, Truffle Enderpearl. Ja, wie stelle ich die Enderpearl Truffle her? Das wäre doch ganz interessant zu wissen. Truffle. Ah, scheiße, jetzt ist hier irgendwas anderes natürlich. So. Emerald, Boron, Silver, Iron, Coal, Ceramic Brick, Delphium, Sand, Gaffel, Bronzelit, Quartz, Osmium, Magnesium, Dirt, Glas, Nickel, Phosmarine, Steel, Kobold, Enderpearl. Ich kann alle gleich anklicken. Ah ne, ich brauche dafür das Pick, das
ist Hawk, glaube ich, ne? Ich bin auch schlau. Ender Pearl. Und Ender Carrot dafür. Guck mal, kann ich mir das jetzt schon machen? Das wäre natürlich geil. Dich sollte ich machen können. So. Dann die Ender Carrot. Increase jumping height of your horse. Kann ich da das Dietz machen? Nee, kann ich nicht, ne? Gut, aber ich kann jetzt das hier machen. Auch nur ein Bucket schnell? Ein Bucket voll Wasser. Oh. Das ist das Skelett, was ich brauche. Yes, ich habe einen Basic Murder von dem Zeug auch noch jetzt. Das ist doch schon mal etwas. Creeper Model. Ja, noch eins mehr. Perfekt. Okay, also langsam geht es da auch in die richtige Richtung. Scheint jetzt zwar eine Ewigkeit da hinten für no reason, wirklich. Oh, wir bräuchten eigentlich nur noch einen Zombie, dann hätten wir auch ein Zombie-Model. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, schon mal Enderpearl Hawks zu machen. Für die bräuchte ich aber wiederum eine neue Anlage. Beziehungsweise würde ich... Habe ich Cobblestone dabei noch? Nee. Habe ich hier noch Cobblestone? Cobblestone eine Runde, so zack. Sozusagen hier so eine Trennung nicht machen, aber sozusagen einmal zu sagen, okay, hier soll dann eine Treppe reinkommen. So. Da können wir dann hochgehen. Wir wollen ja, dass das alles ein bisschen Ordnung hat in dem Fall, ne? Jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich wollte. Wasser, 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 Wasser. Wo war hier mein Wasservorrat? Was anderes mach. Muss ich das ja quasi machen? Oder ich muss, ich sollte es machen. Mit dem kann ich mir jetzt Enderhawk. Dann kann ich mir noch ein paar Stairs natürlich machen in dem Fall. Oh shit, das weiß ich nicht. Ups. Ja, okay. Dann haben wir jetzt halt ein paar mehr Stairs. So. Gut. So, ich wollte hier... Perfekt, so. Jetzt können wir rein theoretisch hier immer hochgehen und haben dann hier unsere Arbeitsfläche. Und dann können auch die Kabel hier noch außen rumlaufen ein bisschen. Und dann sollte das alles passen. So. Ich habe hier einen Abstand gelassen. Habe ich noch Fenster dabei? Nope, habe ich keinen. Ich brauche Fenster. Wenigstens für einen Hawk jetzt gerade. So war das ja nicht. Ich habe hier abgebaut. Aber warte mal, das ist das falsche Werkzeug eigentlich. Aber okay. So. Hier muss... Huh! Da ist ein Wasserpool, da ist ein Wasserpool! Au! War doch klar, dass ich versuche, das Loch runter zu glotzen. Ah. Ja, zum Glück. Überlegt man mindestens einmal den Fall. So, Stone. Und das waren ja die Blockminer.
Ach so. Für die Simplizität. Weil wenn das erste wieder fertig ist natürlich, dann ist es gleich auch so, dass alles soweit fertig ist. Gut, dann. Dadurch, dass das die Verteilhöhe ist, müssen wir jetzt erstmal ein Kabel durchlaufen lassen. Dann hier ein Import-Cable. Und hier ein Import-Cable. Und dann haben wir die Upper doch dabei. Ich wusste doch, dass die gut sind, noch zu behalten. So, zack. Die sollten auf Always On gestellt sein, genau. Da können wir... Habe ich noch einen Stone dabei? Nee, habe ich keinen natürlich. Ich bin doch schlau. Warum nehme ich nicht einfach noch einen Stone mit? Stone. Stone. So. Wie gesagt, auch aktuell kann es sein, dass wir dann in Zukunft mit einer anderen Software arbeiten zum Aufnehmen. Oder ich halt. Auch zum Streamen. Da muss ich mich jetzt auch noch ein bisschen spielen, weil die aktuell noch nicht, sagen wir, perfekt ist. Und deswegen natürlich noch kurz braucht. Oder ein bisschen braucht, bis ich die wirklich perfekt eingestellt habe. Aktuell haben wir, dass es ein Pixelbild ist, was man kriegt. Und das will ich zum Beispiel auch nicht für den Stream haben. So, du, mein Freund. Brauche ich denn jetzt die Inferium-Instanz her? Ein Schweinchen. Dir gefällt's doch hier. Oh, das braucht einen Endstone. Und ich habe mich gefreut. Scheiße. Gut. Na gut. End. Ende nicht, aber Endstone hätte ich gerne. Kann ich das irgendwie produzieren rein? Mit End Essence, Starlight, Anvil. Das Casting über Glowstone. Lava über Glowstone. Das ist jetzt sehr geil. Weil Glowstone sollte ich haben. So. Und sagen wir mal, das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Was ist aktuell hier der Fall? Was passiert hier? Molten Tough Alloy, 9 Blocks. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Wollte eigentlich nur ein paar haben. Schau mal. Aber wie ist denn das jetzt dann? Wenn ich den Glowstone nehme, muss ich den dann hier reinsetzen? Weil das ist natürlich dann praktisch, dann kann ich das direkt mal umsetzen noch. Und zu einer Enderpearl-Farm machen. Dann hätten wir eine Enderpearls nicht auch schon. Das wäre natürlich noch geil. Weil Enderpearls kann man natürlich auch bestimmt machen. Seared Stone. Endstone. Und hier stimmt. Casting mit Lava. Ah, und Lava kriege ich mit Magma Blocks. Beziehungsweise Neverrack. Oder? Wo ich gerade irgendwas überlesen. Cauldron. Ja, aber
Fluid Infuser. Chisel, ja, das ist klar. Ich soll Lava hier drüber kippen. Okay, Lava habe ich viel. Das ist jetzt hier nicht das Problem. Ich nehme ein paar Buckets und dann hat sich das erledigt. Die Frage ist eher, wie kriege ich das da rein? Ah, schon. Gut. So. Jetzt mal die Lava zurück. Schauen wir mal, ob der eine Bucket reicht für ein Item. Sollte reichen, gut. Dann ich mir noch ein Bucket. Stell dich hier zurück. Seared Stone. So, okay, jetzt haben wir hier einen Endstone. Nice. Null Problemo. Was mich jetzt noch interessiert, kann ich rein theoretisch eine Endstone Farm machen und Endstone Sapling? Endstone Seeds. Weil es ja natürlich noch geiler, wenn ich die nicht dann so produzieren müsste, sondern noch anders kriegen. Mal schauen, wir haben die Möglichkeit so. Starlight Transmover von Sandstone zu Ding. Auf dem Endwill wird es von Endstone. Ja, okay, das ist relativ simpel in dem Fall. Ja, nur höchstens mit Red Sandstone und Resonant Ender. Aber anders auch jetzt nicht. Gut, dann brauchen wir gleich auf jeden Fall den Fans noch. Gut, dann zurück hier hin. Das ist dann absolut kein Problem. Und das hier ab, so. Und du hast gesagt, du bist hier nicht happy, ne? Dann komm noch hier drüben. Das ist doch viel besser wahrscheinlich, oder? Can dig for truffles. Perfekt, so wollen wir das. Das ist auf Whitelist geschrieben, immer noch Blacklist. Gut. Genau. Wenn wir von denen natürlich genug haben, dann können wir ganz viel Endstone oder Cobblestone Enderpearls produzieren. Das ist natürlich geil. So, Steel Blend. Ich tue mal kurz ein paar Sachen wieder aufräumen, die ich gerade nicht brauche. Inferium und Sandstone auch nicht. Aber ich wollte eigentlich Deep Learning machen mal. Oder mich mit Deep Learning mal ein bisschen beschäftigen. Und da gibt es ja diese Simulation Chamber. Dafür brauche ich Enderpearls, okay. Das Ding habe ich schon, gut. Glitch Infused Block, okay, ja. Loot Fabricator. Habe ich hier irgendwo? Also, was jetzt los war, aber Light Gray war das jetzt. Ich habe doch mal eine Zeit lang Blumen gemacht. Hier. Dalladinions hier. Und wenn ich die normal jetzt hier durchrattern lasse, dann habe ich gelb. Gut.
Loot Fabricator. Die Döns ist gut. Wie mache ich das jetzt? Nehme ich dann hier so ein Data Model, wenn ich jetzt sage, ich habe ein simples Skelett Model. Okay, schließen wir das mal ins Netzwerk an. Vielleicht braucht der Strom. So, jetzt hat der Strom. Loot Fabricator hat auf jeden Fall mal Strom. Gut. Habe ich nicht von Deep Learning noch irgend so ein blödes Buch? Hier haben wir es doch. Deep Mob Learning. Machines. Loot Fabricator. Hier. Is a machine that can well loot from the various pristine matters. This process requires energy as well as a selected item to produce loot. A selected item will be remembered for automation purposes. It will stay selected until it's unzipped. Simulation chamber, the machine that can read the information stored on your data models from the data create matter. This process will add more data to the data model currently being used. This process also requires a basic or tier data model energy. Okay, ja, das sollten wir bald kriegen. Ah, das ist praktisch, das ist cool. Okay, das habe ich jetzt gerade cool gefunden. Was braucht das Ding? Pristine Matters. Machine that can well fabricate from the various pristine matters. Ah, pristine skeleton matter zum Beispiel. Okay. Und um dann zu gucken. Matter. There are two kinds of matter, living and pristine. We're always giving matter from running a simulation. There's also the chance to produce pristine matter. The chance depends on the tier of the data model currently. Living matter is a matter that can be used to transmutate into local to the habitat. Check. Okay. Okay. Schon mal spannend. Trüffel. Ich habe hier auf jeden Fall Uranium Truffles gehabt, gerade aber noch keine, glaube ich, von dir, mein Freund. Alles gut mit dir. Willst du eine Karotte? Was passiert eigentlich, wenn ich dir und dir eine. Ihr seid nicht interessiert dran, okay. Okay, das ist also der Loot Fabricator. Den brauchen wir in Zukunft dann eher. Upp, das hat jetzt geleckt. Bedeutet, ich kann dich dann eigentlich wieder ins System einpumpen. Das ist mal aktuell so. Die Frage ist, tun wir eher noch einen zweiten Hawk machen, der dann das für uns produziert? Ich denke schon. So. Dann öffnen wir nochmal den Deep Learner. Wieder auf die zweite Seite, weil uns fehlt immer noch ein beschissenes Model. Und gibt es nicht für die Models auch Empty Models oder sowas? Blank Data Model. Brauche ich den Blank Data Model bitte? Und dann hätte ich nochmal gerne geguckt, wie man ein Model. Wie kriege ich ein Skeleton Model? Jawohl, perfekt, gut. Ah nee, scheiße, ein Skelett hatte ich ja schon. Dreck. So. Gibt nochmal ein Data Model. Ich hätte gern ein Spider Data Model eigentlich. Ein Spider. Dankeschön, weil ich kill die ganze Zeit Spiders eigentlich da hinten. Verwend die gar nicht.
Gut, dann habe ich jetzt den Spider-Model auch noch. Bin eigentlich mal an der Zeit auch hier zu gucken. Hier haben wir doch hier so ein Broadsword. Oder wir haben hier so ein normales Swordblade. Mal gucken. Sword. Ah, schon wieder falsch. Sword. Blade. Dann gibt es ja dieses Slime Sword Blade. Attack 09, Attack 5. Tough Alloy. Warum machen wir kein Tough Alloy Schwert einfach mal? Schau mal, was für Krass haben wir denn eigentlich? Nicht so viel. Wenn ich sage, ich will mir jetzt so einen Cast machen, das war ja, indem ich Molten Gold schütte. Nee, warte mal, dich muss ich verwenden. Oh, jetzt doch wieder. Da muss ich jetzt hier hingehen, damit ich das mache. Dann brauche ich ein bisschen Gold. Gold. Mal das bisschen. Schütten das jetzt in dem Fall zum Beispiel hier rein. So, nehmen wir dich mal. Dich raus, dich hier rein. Gleich sollte hier drin sein. Und dann kann ich das gießen. Weil ein neues Schwert ist natürlich schon was Feines. So, was haben wir da? Das ist ein Molten Tough Alloy. Ich glaube, ein Binding Pattern brauche ich so oder so auch. Dafür müssen die doch einen Cast haben, oder? Die scheint irgendwie nicht. Da war das Tough Alloy Blade schon mal. Durable Mining Level Ding. Mining Speed 10, Attack 5. Was für ein Attack Rate hat das? 7. Ich kann es natürlich noch modifizieren dann. So, dann haben wir den Griff. Den brauchen wir ja noch in dem Fall. Griff. Und euch beide. Ihr so. Mach das einmal. Und dann bräuchte ich auch mal. Und dann am Ende, wo ist denn jetzt? So, jetzt ist die Frage, wo ich die Workbench wieder hin. Oh Gott, ich muss endlich mal anfangen wieder aufzuräumen. Oh Gott, Also als erstes tun wir schnell von den beiden den Abdruck erstellen. Und dann suchen wir einfach mal Tinkers Construct. Tinkers Table. Davon noch ein Edge, sonst funktioniert das ja nicht. Edge Tinkers Construct. Machen wir denn den Table? Part Builder. Tool Forge. Tool Station. Ist das die Toolstation jetzt, die ich brauche? Oh Gott, das war die ganze Zeit ja super. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, wir machen jetzt in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da.
abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.